Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner ersten Morning Routine. Ich weiß, ihr habt euch das Video so lange gewünscht und jetzt gibt es es endlich. Meine Morgen starten eigentlich immer relativ entspannt, weil ich immer erst relativ spät Uni habe und deswegen gar nicht so früh aufstehen muss. Irgendwann klingelt dann aber auch mein Wecker und das ist immer so circa gegen 9 Uhr morgens, worüber ich sehr froh bin. Das erste, was ich wirklich jeden Morgen mache, ist mein Fenster zu öffnen und dann ziehe ich mir immer etwas Warmes an, weil mir durch das offene Fenster natürlich kalt wird und binde mir auch noch immer meine Haare zusammen, weil ich es einfach gar nicht mag, morgens meine Haare überall im Gesicht hängen zu haben. Als nächstes trinke ich dann morgens immer einen halben Liter Wasser. Das mache ich einfach, um meinen Stoffwechsel so ein bisschen in Schwung zu bekommen und dadurch werde ich auch viel wacher. Und während ich das austrinke, darf ich dann an mein Handy gehen und dann mache ich auch noch mein Bett, bis ich eben alles leer getrunken habe. Und wenn ich den halben Liter dann leer getrunken habe, dann geht es erstmal ins Bad für mich. Und da wasche ich mir erstmal mein Gesicht mit dem Garnier Waschgel und creme mich dann noch ein und dann putze ich mir auch noch die Zähne. Das habe ich aber leider vergessen zu filmen. Und dann kommen wir auch schon zu dem liebsten Teil meines Morgens, und zwar dem Frühstück. Da mache ich mir eine Smoothie Bowl aus Spinat, gefrorener Mango, gefrorener Banane und Kokosnusswasser. Und als Topping benutze ich dann einmal Hanfsamen, Goji-Beeren, dann noch Chiasamen, weil die mega gesund sind, Kokosflocken und als letztes dann noch für so ein bisschen süße Zartbitter-Schokodrops, die sich super in dieser Smoothie Bowl machen. Als letztes habe ich dann noch etwas Agavendicksaft drüber gegeben und das ist wirklich mein Lieblingsfrühstück. Und dann mache ich immer meine Bose Bluetooth Box an und schminke mich während dem Essen einfach, um ein bisschen Zeit zu sparen morgens, weil ich mir sehr viel Zeit lasse. Und um ein bisschen Zeit einzusparen, schminke ich mich dann, höre währenddessen Musik und genieße mein Frühstück. Und dann bin ich auch schon traurig, weil mein Frühstück leer ist und fange an, mir etwas zum Anziehen zu suchen. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin einer dieser Menschen, die sich erst morgens ihre Klamotten raussuchen, was nicht immer unbedingt vorteilhaft ist, aber ich finde im Endeffekt trotzdem immer irgendwas. Und heute habe ich mich für dieses Outfit entschieden. Dieser wunderschöne Pulli ist von Hollister und der ist wirklich mega weich und ich bin total verliebt in den. Und dazu habe ich einfach noch eine weiße Hose von Zara kombiniert und meine Uhr, die ich trage, ist von Captain & Son. Als letztes kommen dann immer meine Haare dran. Da mache ich einfach nur noch den Zopf auf und richte die so ein bisschen. Und dann ziehe ich mich auch schon an. Die Jacke, die ich da trage, ist übrigens von Zara. Und ja, dann schnappe ich mir einfach nur noch meine Tasche und bin schon aus der Tür draußen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Tschüss!